Zeiten und jetzt gehen wir hier mal rein. Grüßt euch Leute, ich bin's mal wieder, euer TMPLP und heute mit einem etwas anderen Video, auch ohne Anmoderation, because ich bin stupid. Und zwar, ich bin gerade hier mit einem Kumpel in der Nähe von Jessen. Mal wieder. Und er hat gemeint, hier ist so eine alte Bunkeranlage. Hier sind noch ein paar Überreste von irgendwelchen Häusern. Auch alles relativ neu aus. Okay, mal ein paar Einblicke zu filmen. Eieiei. Jo, ich will jetzt auch öfters mal sowas machen. Okay, da soll es in den Bunker reingehen anscheinend. Aussage von ihm. Nee, hier sind irgendwelche Gebäudeüberreste noch. Sieht alles ein bisschen alt aus. Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie drauf rumklettern, weil kann ja sein, dass das Gebäude hier mal unterkellert war. Ich fall dann da einfach rein. Das wäre etwas unvorteilhaft. Ach. Gut, gehen wir mal rüber. Jetzt geht's langsam wieder los mit YouTube-Videos. Winter ist vorbei. Ja, 2021. Corona-Pandemie immer noch am Laufen. Mal sehen, was da noch so kommt. Jo. Das sieht schon heftig aus. Was hast du hier oben noch? Ah, hier wird ein Türboden. Das sind Baueingänge, wie es aussieht. Vielleicht ob verlassen, weiß ich nicht. War vor zwei Jahren, fast drei Jahren das letzte Mal hier mit zwei Kumpels. Wollte mal Lager bauen, aber war wohl ein bisschen zu riskant hier zu bauen, weil hier auch in der Nähe ist ja auch kein Schwarzwild. Mit denen ist nicht zu spaßen. Denn da drüben im Schilf sitzen sie nämlich alle. Hinter den Bäumen. In den ganzen Schilf sitzen sie. Ja, kann man hier unten rein, theoretisch? Kannst du. Naja, dann würde ich mal ganz kurz mich entquippen und dann gehen wir da mal unten rein, oder wie? Ja, kannst du. Kommst du mit? Hallo, ich bin noch der Marine, der dich rausholen muss. Okay, dann ganz kurz Pause. So, jetzt habe ich mich hier eingekürzt, damit ihr mal seht, was ich hier gerade alles bei mir führe. Mein Gestell, mein Rucksack und meine Tasche. Natürlich überall noch ein paar Selfie-Anhänger dran, man kennt natürlich mich. Hier haben wir einmal Sommer und einmal Frühling für die Jahreszeiten und jetzt gehen wir hier mal rein. Ich bin mal gespannt, wie wir hier runterkommen. Was siehst du? Mal ein bisschen vorsichtig runter. Ha? Und was war das jetzt hier? Ich kann dir nicht sagen, das soll wohl mal eine alte Mühle gewesen sein. Das ist zumindest das Gebäude da unten, das war mal eine Mühle. Und drüben an der Elster war mal eine alte Weltkriegsbrücke. Ha, ich leuchte mal für die Jungs. Die haben glaube ich 2007 oder so zersprengt. Da waren nur noch ein paar Überreste auf der rechten Seite. Aber was das hier war, kann ich dir ernsthaft nicht sagen. Weil also, hier ist ein großer Sandhaufen. Auf der linken Seite, also denke ich mal, dass es hier noch runtergehen könnte, dass hier noch ein Unterbau war, beziehungsweise noch Untergang. Der Fokus ist jetzt gerade ein bisschen scheiße, man sieht jetzt hier schlecht, was hier alles ist. Ich versuche mal hier ein bisschen zu laufen. Kannst du dich mal in die Kamera an die Dunkelheit anpassen? Will irgendwie nicht. Hier sind auch irgendwelche Überreste von irgendwelchen PC-Teilen. Ja, PC nicht, vielleicht Elektroschalter und so ein Scheiß. Oder ich weiß nicht, was das ist. Auf alle Fälle sind hier Kondensator drauf und Platinen. Ah. Was schätzt du, wie alt? Oh. Naja, könnte halt vom Zweiten Weltkrieg. Könnte halt auch ein bisschen älter sein nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich kann dir ernsthaft nicht sagen, was das so war. So, da wird's. Oh, das sind irgendwelche Insekten.
Naja, da hinten ist jedenfalls irgendwie noch, kann ich schlecht erkennen, noch so ein Schacht nach oben. Ich denke mal, dient da als Luftzufuhr. Hier ist, es sieht aus wie so ein, keine Ahnung, ein Bett oder so. Keine Ahnung, Federn irgendwie drauf. Naja, sieht aus wie so ein Bettenlattenrost. Alter. Und hier denke ich mal, hier muss man weiter runtergegangen sein durch den Sandhaufen. Ja, ja, das sieht hier, also das sieht aus alle Fälle wie zugeschüttet weil aus. Weil so haben die Russen ja damals gemacht, die haben ja jeden alten deutschen Bunker zugeschüttet. Ja, und da wir hier im Osten sind, waren hier die Russen aktiv. Boah, ist echt schönes Wetter heute, oder? Denn ich habe mal ein paar alte Kriegsbunker gefunden. Das war ein Außen-KZ von Pretin, Außenstelle, und da gab es noch ein paar alte Bunker im Wald. Und da gab es noch einen Schornstein, den haben sie auch zerfetzt, aber ein paar Überreste. Ja, okay, krass, krass, krass. Wenn ich so habe, kann ich noch ein paar Bildmaterial davon kriegen. Wenn nicht, muss ich nochmal dahin und nochmal da im Wald gehen und ein paar machen. Also wenn nicht, dann, wenn ich Bildmaterialien von Ihnen zur Verfügung stellen bekomme, dann werde ich das auf alle Fälle mit einblenden. Andernfalls dann halt nicht. Ja, wir sind halt, ja nicht mal so weit weg von der Zivilisation, sage ich jetzt einfach mal. Hier in der Richtung ist dann Grabo. Naja, wir wollten eigentlich woanders hin, aber ich hatte dann halt so gesagt, lass mal gerade ausfahren. Da hat er gemeint, hey, hier ist ein Bunker. Ich sage, hey, will ich sehen. Dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Wir fahren jetzt weiter und gleich kommen noch ein paar GoPro-Aufnahmen. Willst du noch was sagen? Gut. Dann bis gleich. So Leute, jetzt sind wir hier gerade beim Bach angekommen. Ihr habt ja gerade in der GoPro-Aufnahme auch gesehen. Und wer kennt eigentlich von euch noch das Bike hier? Das gehört jetzt mittlerweile ihm hier. Und das ist jetzt mein neues Bike, mein schönes Scott, wo ich ja auch mit nach Leipzig gefahren bin. Und diese Brücke hier ist ein Tipp von Olli an der Stelle. Danke dafür. Wir haben gerade ein bisschen Fotoshooting gemacht, deswegen liegen hier noch ein paar Sachen rum. Hier mein natürlich Gestell und hier vorne noch meine Box, die uns schön mit ordentlich Musik die ganze Zeit versorgt. Die habe ich jetzt auch schon gute zwei Jahre, nee, drei Jahre sogar jetzt mittlerweile. Deswegen, ja, das hier ist jetzt so eine kleine Bachsperre hier. Auf den Acker endend. Und da hinten sieht man dann auch Grabo. Ich zoome mal ran. Da sieht man gut von Grabo die Kirche und auch die Kuhstelle, die dort hinten sind. Und dann können wir hier gleich mal noch ein bisschen rundherum gucken. Da geht hinten gerade noch die Sonne unter. Und in der Richtung ist dann noch, was kommt da nochmal? Gorsdorf, ne? Gorsdorf und Schöneichow müsste die Richtung sein. Schöneichow ist die, in der Richtung kommst du Richtung Rückenberg über die ganzen Kleinkäfer, Batin oder so, den Scheiß. Batin ist mehr so. Ah ja, die Sonne geht jetzt auch schon langsam unter. Der wollte mich hier gerade aussperren, mach mal zu. So, da es verrostet ist, kann ich dich leider nicht aussperren. Schade. Sicherheitstechnik des Ostens. Immer wieder schön. Können wir hier mal noch auf diesen kleinen Vorsatz hier gehen. Ich glaube, ich stürze jetzt hier nicht gleich ab. Frag mich übrigens, was das hier ist. Ja, frag mich hoch. Nicht identifizierbar. Welchen langen Clip hätte ich ja mal hingeguckt, aber ich hab hier keinen. Jetzt denke ich mal, fahren wir wieder entweder in Richtung Heimat oder vielleicht noch ein bisschen so nach raus, weil so ein Sonnenuntergang gegen wäre schon ziemlich cool, ja, oder? Wir brauchen nur die Fahrräder hier runterkriegen. Für uns zwei sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich stehe unten, du schiebst mir runter und ich nehme sie dann ab. Ach hey, also das ist halt dann doch ein bisschen tief, ne? Nein, so tief ist das nicht. Warte mal, ich mache jetzt meinen Selbsttest hier an der Stelle. Hier die perfekten Aufnahmen für meine Zuschauer. Schlecht durchtrainiertesten Beinmuskeln, aber in Adidas-Style. Hey, so schlecht durchtrainiert sind die gar nicht. Naja, also wenn man sich das jetzt mal auf die Inferno anguckt, das sind mindestens zwei Olli-Größen, also sag ich mal 3 Meter. Wohl, ja, nee, zwei Meter noch was. Weil ich bin ja 1,73 groß, aber fehlt mich natürlich. Ja, das ist locker 2,20. 2,20, 2,50, so die Dreh. Aber das ist eigentlich easy, du musst mir halt einfach nur die Rückseite von den Fahrrädern als erstes geben, dass ich sie packen kann, dann kriegst du runter. Naja, dann das habe ich mit 3 Fahrrädern das eine Mal gemacht hier. Naja, und unsere Mountainbikes sind eigentlich relativ leicht, weil die leicht gebaut sind. Geht das besser, als wenn es mit Darmfahrrädern den Scheiß macht. Naja, gut, dann fahren wir gleich noch hier runter und dann dem Sonnenuntergang entgegen. Auf dem Sonnenuntergang. Gut, dann bis zum nächsten Clip.